Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 4. Yay, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde jetzt in jeder Freifahrt, werde ich einfach diesen Wagen hier nehmen. Eigentlich wollte ich damit Erfahrungspunkte farmen, aber wie ihr seht, will das Spiel das manchmal nicht. Dann stellt es mir so komisch Bäume in den Weg. Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Was ich ziemlich gemein finde. Was ist denn das denn hier? Bei nächster Gelegenheit wenden. Ach, das ist die Geschichte hier. Ah, ist der Flughafen, der Kleine. In 100 Metern links abbiegen. Der ist manchmal beim Forsaton mit dabei, bei diesem Live-Forsaton. Bei nächster Gelegenheit wenden. Dich werde ich auch noch schlagen, Big Irgendwas. Bald habe ich mehr Straßen als du. Ich habe es mir nämlich jetzt auf die Xbox runtergeladen und dann werde ich es immer abends im Bett ein bisschen spielen. Und auf Arbeit. So, wir sind da. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Können wir das Auto hier nochmal wechseln? Super. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen Black Ops spielen. Ich habe es nämlich jetzt schon liegen, aber ich muss noch einen 50 GB Patch runterladen, was eine Stunde dauert. Deswegen kann man jetzt noch ein bisschen Forza aufnehmen, was mir auch ganz recht ist. Und dann nehmen wir mal ein bisschen auf, dass Supertrink ist in meiner Kolonne beigetreten. Hi Supertrink, ich lehme leider gerade auf. Es tut mir leid. Ich würde das gerne alleine machen, da ich die Meisterschaften gewinnen muss. Er ist echt ein cooler Typ, mit dem spiele ich gerne. Es lenkt mich gerade ein bisschen ab da oben, die Nachrichten. Ist das sonst kein Problem, aber gerade geht es leider gar nicht. Ich würde gerne, dass diese Nachricht da oben verschwindet. Die irritiert mich. Ja, wahrscheinlich müssen wir das Ganze hier gleich nochmal machen. Komm an sie da vorne nicht ran. Scheiße. Habe ich zu spät gebremst. Super, Trink hat die Kolonne. Wir sind ein bisschen näher ran, aber wir haben nur noch 30%. Das wird knapp. Ich glaube, das Rennen müssen wir nochmal machen. Ja, ich habe ultimatives Windschatten ohne Ende, aber ich... Jetzt... Nein, 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 nein. Ach, das war scheiße. Ich habe ohne Ende im ultimativen Windschatten-Dinger Achievements, aber ich komme nicht an sie ran. Ah, okay, so war's gut. So, erster Platz. Was auch sonst. Man so ein M5 auch mit Allrad haben kann? Hätte ich ja auch ein bisschen Bock zu. Yay, Levelaufstieg. Na, Kohle wäre nicht verkehrt.
Kohle oder ein Auto? Lieber wäre mir tatsächlich gerade Kohle. Oder ein weißer Satin-Rock. Aber irgendwann müsste es ja keine Klamotten mehr geben. Da müsste ja logischerweise nur noch Geld und Autos rauskommen, oder? Die patchen immer jede Woche was rein. So. Oh, guck mal hier, siehst du. Okay, Sascha. Ich plane jetzt deine Route zur Forzaton Live-Veranstaltung. 4,7 Kilometer. Siehst du, da mach mal. Ich habe ja gesagt, dass in der Aufnahme nochmal ein Forzaton Live kommt. Seht ihr? Ich kann da durchfahren. Aber das machen wir mal wieder in dem Ford Raptor, weil ich brauche einfach die Punkte, ey. Ich brauche einfach die Punkte. 7 Millionen, Leute. Wo ist jetzt der Forzaton? Da ist er. Wie startet in 29 Sekunden? Es waren doch eben noch 4 Minuten. Route wird neu berechnet. Ich muss mal ganz kurz was gucken, wo ich gerade war. Das muss ich mir Morehead Wind Farm, das muss ich mir merken hier. Achso, es waren 2,29, okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir eben vorher noch die Punkte bekommen. Eieiei. Bei nächster Gelegenheit wenden. Danke. Du hast dein Ziel erreicht. Wichtig, immer hinstellen in eine Reihe. Das ist ganz wichtig. Das ist Forzaton-Gesetz. Forzaton Live startet in 5, 4, 3, 2, 1, los! Runde 1 ist gestartet. Dann können wir uns nämlich auch gleich den... Okay, für die Fans. Dann können wir nämlich uns auch gleich den SUV kaufen. Das heißt, den Land Rover, weil dann haben wir nämlich 300 Punkte. Wenn wir die 30 jetzt kriegen. Wir haben, glaube ich, 290 war jetzt so das letzte.
100 Metern links abbiegen. Der fährt auch den coolen Range Rover da, oder? Ist das der Range Rover? Alle ein bisschen zu schnell in die Kurve. Ja. Das ist doof. Abkürzen bringt nichts. Ich hab gerade echt überlegt, fährst du den hinterher oder? Ich dachte, na komm, fährst du den mal hinterher. War aber wohl keine so gute Idee. Aber wir sind genug Leute. Ja, ich bin dafür, dass der die meisten Punkte beim Forsaton einfährt, dann nochmal eine extra Belohnung kriegt. Das werde nie ich sein, das weiß ich. Oh, trifft zwar. Okay. Läuft. Ist nicht so, was ich mir vorstelle gerade. Es ist eben kein gutes Driftauto. Nein. Ernsthaft gescheitert. Hat doch keiner von uns Driftpunkte? Stand da eben echt null eingefahren? Wieder gescheitert. Fuck. Okay. Ja, ich bin nicht in der Driftzone drin. Ich glaube, da macht noch eine die Wochenherausforderung. Einmal Punkte bekommen. Eieiei. Ich trage mit diesem Auto nicht sehr zum Erfolg bei. Naja, egal. Gefahrenschild, ja, okay. Dann haben wir wahrscheinlich wieder einen Sprung.
fährt er denn hin? Ja, da ist wieder ein Sprung. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ach, der Sprung ist das, alles klar. Ich will der Erste sein, aber ich kann fliegen. 180 Meter. Yay, 183 Meter. Route wird neu berechnet. Da sind 270, ist eine Herausforderung für die Saison. Weiß auch nicht, mit welchem Auto ich das schaffen soll. Muss aber bei YouTube gucken, mit was die für das Auto, mit was für Autos die das dann machen. Wahrscheinlich ein Agera oder so, aber im Schnee. Und das wird ein kurzer Sprung. Genug Zeit. Nice. Dann können wir uns ja das Auto holen. 350 haben wir. Jetzt kaufen Auto. Ja. Gucken, ob das, ob der auch als Ach krass, wir können den auch zweimal kaufen. Ob das auch als Offroader gilt. Meine Autos 92 im Besitz. Wir machen einfach mal einen Filter und machen mal Offroader, aber relativ weit unten, gell, da Offroader. Ja, der gilt auch als Offroader. Das heißt, wir können auch mit denen Fähigkeitspunkte erfarmen. Der gar nicht mal so langsam ist. Alter. Alter, geht der ab. Automüde. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das tatsächlich nur mit dem... Haben wir 852.000. Fahren wir nämlich mal. Ob das nur mit dem Ford ging, den ich ja getuned habe, oder ob das mit allen Autos ging. So, wir wollten nämlich da hoch. Wollten wir. Alter, geht der ab. Gelegenheit wenden. Scheiße. Komme ich wieder raus? Route wird neu berechnet. Verarschen. Alter, geht der ab.
Metern links abbiegen. Was ist denn das für ein Auto? Ist das ein S1 oder was? In 400 Metern links abbiegen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir 17.000 bekommen. Nein, nicht Auto wechseln. Weißen live. Ja, die zählt auch, tatsächlich. Das ist gut. Was ist denn das für ein Auto? Ein S1er ist das, krass. Aber die Lackierung gefällt mir nicht so ganz. Da könnten wir auch wieder diese Schwarz-Weiß-Camouflage draus machen. Das hätte ich ja gerne auf allen Autos. Wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Alter, wie geht denn der ab? Kaum zu beherrschen. Ich meine, wenn man da genug Punkte zusammenfarmen können jetzt die nächsten Tage durchs Aufnehmen und so. Natürlich kauft man sich einfach das andere Auto. In 200 Metern aber wenn ich genug Forza-Punkte können wir jetzt den nochmal kaufen. Dann verkaufe ich den. Du hast dein Ziel erreicht. So. Es dürfte das letzte Rennen. Oh Gott, wir sind auch schon wieder bei 23 Minuten. Forza Thorn hat eben. Es dürfte aber das letzte Rennen von der Meisterschaft sein. So mit Leichtigkeit siege ich auch nicht. Ist schon schwere Arbeit. Obwohl, hier sind die Stimmen, die Skins teilweise. Wenn der Pro fährt, wirklich ein BMW in der Farbe. Das ist nämlich der liebe Vincent. Dem ich nächste Woche zum Burgeressen verabredet bin. Oder bezieht sich das mit dem Super-V-Spin auf die gesamte Meisterschaft auf Platz 1? Oh, sie fährt Volvo. Auch geil. Schöne Strecke. Wie sie mir an der Stoßstange hängen. Wie die Arschgeier. Bei denen funktioniert das natürlich mit dem Windschatten. Vielleicht kann man überlegen, sie demnächst noch eine Stufe höher zu machen. Meinst du, fahren wir auf Experte? Jetzt kommen sie ran, weil ich gerade Scheiße gebaut habe. Oh, hier fliegt gerade eine Fliege direkt vor meinen Augen lang. Alter, geh weg! Eine Mücke oder was das ist.
Das hat mir wieder Zeit gekostet. Ich glaube, das war das Ende von der Meisterschaft. Ich glaube, es waren 4 Rennen. Yay, ich bin im Ziel. Ich glaube, das waren 4 Rennen. Da müsste es doch irgendwo stehen. Meisterschaft? Nee. Nur, dass ich 80 Punkte habe. Limousinen auf Eis abgeschlossen. Okay. Nice! Ah, okay. Credits. Und ein Wheelspin freigeschaltet. Nice. Und dann kriegen wir noch einen Super Wheelspin. Ah, wir kriegen alle Belohnungen. Das erste Mal, dass ich alles 3 kriege. I'm sorry. Wir kriegen nochmal schön 26.000 Credits. Vielleicht kriegen wir heute in der Aufnahme noch die 1 Million wieder zusammen. Nochmal schön Einfluss. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt nochmal. Ja! Boom. Fördert Straßenrennen, Runde 9. Fang mich doch! Weiß immer noch nicht, wie man die Phrasen ändert. So, super Wheelspin. Komm, gib mir mindestens 1-2 Autos oder Kohle. Ich hätte gern Kohle und Auto. Ein Jeep Wrangler, eine Krone und ein VW Golf 3. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Krone gefällt mir. Oh, Alter, da oben der Vulcan, den hätte ich gern gehabt. Aber wir haben noch 2 normale Wheelspins. Okay. Das ist die letzte Runde der Horizon-Straßenrennserie. Danach schwebt mir etwas anderes vor. Etwas Größeres. Okay. Okay. Wir gehen nochmal ins Menü. Machen wir noch die 2 Wheelspins. Und dann machen wir nämlich mal Feierabend. Oh, den Alpha würde ich auch nehmen. MX5. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass weniger Klamotten und so drin sind, dass mehr Autos drin sind. Und eine Schottenmuster-Krempelhose. Nice. Läuft bei mir. So, wie viele Autos haben wir denn jetzt? 95 Autos im Besitz. So, welcher war denn neu? Den finde ich ja so geil. Das ist der aus Harry Potter. Ich glaube, bei Harry Potter waren 4 Türer. Der ist neu. Den will ich noch auf dem S-Auto tunen. Der war neu. Gut, meine Lieben. Wir machen mal Feierabend. In der nächsten Folge, in den nächsten 2 Folgen gibt es die nächste Meisterschaft. Wir gucken mal, was da ansteht. Saisonveranstaltung. Ist ja gleich hier. Machen wir gleich hier. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Hätten wir auch das Auto jetzt gerade nicht wechseln müssen. Egal. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank. Bis morgen. Großartiger Beinahe-Treffer. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, genau. Ich habe mein Ziel erreicht. Vielen Dank. Bis morgen. Ciao.